Herzlich willkommen zum heutigen informativen, spannenden, absolut abenteuerlich, verblüffend und schwindelerregenden Schreibespresso, in dem ich mich heute in die tiefen, dunklen, düsteren Abgründe des Adjektivs vorwagen werde, um zu enthüllen, warum weniger oft mehr ist. Hallo, ich bin Katja, Coach bei der Romanschule. In unseren wöchentlichen Schreibespressi greifen wir immer Themen rund um Schreiben auf, die entweder bei uns in der Facebook-Gruppe diskutiert werden oder auch in unseren Coachings bei der Ausbildung zum Romanautor immer wieder ein Thema sind. Und kürzlich hatte ich ein Einzelcoaching mit einem meiner Coaches und habe mich wahnsinnig gefreut, weil mir dieser Coach gesagt hat, du Katja, ich habe da letztens eure Schreibübung gemacht und da sollten wir Adjektive wegstreichen, die nicht wichtig sind. Und ich habe dann einfach mal alle Adjektive in meinem Text weggestrichen, habe gemerkt, wow, das ist ein ganz anderer Text, so viel klarer. Und das hat mir einen neuen Blick auch auf meine Texte und auf mein Schreiben eröffnet. Und da habe ich mich so unglaublich drüber gefreut, dass mich das dazu inspiriert hat, jetzt heute diesen Schreibespresso eben zum Thema Adjektivitis zu machen. Und ich möchte einfach gerne mal gucken, wie gesagt, wann ist es zu viel und wo kann es mit einer gezielten Anwendung helfen? Schauen wir erstmal auf die Gefahren des übermäßigen Gebrauchs. Ich denke, dir ist vielleicht auch wirklich ein bisschen schwindelig geworden bei meiner Einleitung dieses Schreibespressos, die ich natürlich absichtlich gespickt habe mit furchtbar vielen Adjektiven. Und ich habe jetzt noch einen Satz mitgebracht, wo ich auch glaube, dass man nochmal sieht, warum ein Text schwer zugänglich wird, wenn er einfach mit zu vielen Adjektiven überladen wird. Die atemberaubend schönen, lebendig grünen Bäume mit ihren weit ausladenden, faszinierend knorrigen Ästen standen majestätisch da und verliehen der Szenerie eine unwiderstehlich beruhigende, fast überirdische Anmut. Wow, das sind viele, viele Worte, die natürlich gerne eine Atmosphäre kreieren wollen, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich finde einfach, hier sieht man schön, dass dieser Text einfach überladen wirkt. Das ist halt so, das ist einfach dieses bisschen zu viel. Und selbst wenn es jetzt 3, 4 Adjektive weniger werden, wäre es immer noch relativ viel. Was nicht heißt, dass ein Satz komplett ohne Adjektive auskommt. Man kann jetzt auch nicht sagen, einfach nur, die Bäume standen mit ihren Ästen da und so, ne? Das ist dann auch zu wenig, weil wir möchten natürlich dieses ein bisschen Mystische und auch möchten genau sagen, was sind es für Bäume? Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen runtergekocht. Die Bäume leuchteten in einem lebendigen Grün, ihre knorrigen Äste reckten sich dem Himmel entgegen. Sie wirkten wie Tänzer, für die Ewigkeit in einer anmutigen Pose eingefangen. Wir haben hier das lebendige Grün, diese satten Bäume, die knorrigen Äste, die einfach auch darauf hinweisen, dass sie vielleicht einfach schon älter sind. Und die Anmut habe ich jetzt eben übersetzt in ein Bild, in eine Pose, die für die Ewigkeit eingefangen ist. Das heißt, da schwingt dieses Majestätische mit. Also ich hatte so eine Ballettfigur im Sinn. Und vielleicht merkst du hier schon, dass man einfach eben Adjektive sehr bewusst einsetzen kann, um die Atmosphäre zu verdichten, um auch die Aussage klarer zu machen. Auf der anderen Seite, dass halt einfach der übermäßige Gebrauch von Adjektiven dazu führen kann, dass Texte eben schwer verständlich werden, also dass letztendlich der Leser in diesem Dschungel von vielen, vielen Füllwörtern gar nicht wirklich weiß, okay, wie soll ich mir das Bild jetzt zusammenbauen? Und deswegen ist hier wirklich weniger mehr. Also wie gesagt, guck einfach deine Texte an, streich mal alle Adjektive raus und guck, wie dann eben der Text wirkt und dann ersetze eben nur die Adjektive, die wichtig sind, um genau deine Aussage zu untermauern. Das heißt, im übermäßigen Gebrauch streich wirklich gerne auch solche Doppelungen wie faszinierend knorrig. Ja? Also man muss das nicht einordnen für den Leser, dass diese knorrigen Äste faszinierend sind. Das kann er sich letztendlich selber überlegen, ob er das so findet. Wichtig ist, dass die Äste knorrig sind, weil das ist einfach schön. Das sind so diese verbauten, verwucherten, verwunschenen Äste eines Baumes. Da entsteht das Kopfkino. Das heißt, übermäßiger Einsatz, schwer verständlich überladen, gezielter Einsatz hilft dir dabei, Atmosphäre gerade eben auch bei Beschreibungen einfach auch aufzubauen. Und das ist natürlich so, da habe ich jetzt auch nochmal einen zweiten Satz beigebracht, wo letztendlich es ein gezielter Einsatz von Adjektiven ist. Der einsame Wolf schlich durch den dichten Wald, sein Fell reflektierte das silbrige Mondlicht. Hier habe ich den einsamen Wolf. Das ist wichtig, weil er könnte ja auch sonst Teil eines Rudels sein. Und einsamer Wolf ist sofort so, man hat einfach direkt auch, finde ich, dieses Bild im Kopf. Okay, Einzelgänger, vielleicht ein bisschen struppig, der dichte Wald, also er ist tief, es ist dunkel sicherlich. Aber das Mondlicht, also wir haben die Nacht und das silbrige Mondlicht reflektiert, also sein Fell reflektiert das. Also wird sein Fell
gepflegt sein, glänzend sein, sodass es eben nicht matt ist. Und das sind dann so Informationen, die liegen einfach im Subtext dabei und trotzdem haben wir ein Bild, eine Atmosphäre, die kreiert wird. Und das ist halt eben, sage ich mal, der Vorteil an Adjektiven. Man kann sie eben sehr gezielt einsetzen, um eine solche Wirkung relativ leicht eben auch zu erreichen. Wichtig ist eben nur, dass der Leser das so mitnimmt und das so dekodiert. Ja? Also einfach halt sich dann diese Bilder baut, ohne drüber zu stolpern und zu denken, okay, warte mal, jetzt habe ich da, man könnte auch jetzt fällt mir, durch den dichten, verwachsenen Wald oder sowas, da reicht das dicht, ja, da braucht man nicht dicht und verwachsen, da reicht oft ein treffendes Wort und das ist auch ganz wichtig, finde das eine Adjektiv, was eben am besten auf den Punkt bringt, was du sagen möchtest und wie du dir eben dieses Szenario fest oder vorstellst, sodass dein Leser eben durch dieses treffend und gut ausgewählte Adjektiv genau eben in der, sag ich mal, Umsetzung sich dieses Bild in seinem Kopf bauen kann. Dann gibt es noch Kontextabhängigkeit. Also es ist natürlich so, dass der Kontext eben auch immer eine Rolle spielt. Was wollen wir gerade erreichen? Es gibt sicherlich halt auch Szenen, wo die Adjektive eher bremsen, wo vielleicht das Schon und Tell sich besser eignen würde. Aber gerade eben, wenn es in literarischen Werken Beschreibungen gibt und Atmosphäre und Emotionen eben verdichtet und intensiviert werden sollen, dann eignen sich Adjektive als das Salz in der Suppe. Und es ist zum Beispiel auch so, dass es eine gewisse Genreabhängigkeit gibt, weil zum Beispiel in Kinder- und Jugendbüchern werden Adjektive und Adverbien sehr viel häufiger verwendet und genutzt, einfach um es denn den Kindern und Jugendlichen leichter zu machen, auch genau diese Atmosphäre. Also da wird das Schon und Tell sicherlich auch angewandt, aber es wird eben weniger angewandt, beziehungsweise es wird auch mehr geführt. Also zum Beispiel wird er sowas gesagt, sagt oder antwortete er genervt oder patzig. Das heißt, da wird auch nochmal eingeordnet, wie ist das jetzt, weil gerade eben Kinder vielleicht noch genug damit zu tun haben, der Handlung zu folgen. Und dann wird das für sie so ein bisschen ja, vorgegeben, wie jetzt eine Situation ist. Und dann eben, je älter sie werden, also bei Jugendlichen ist es sicherlich schon nicht mehr ganz so extrem, aber auch da in den Fantasy-Büchern, da wird auch dann viel irgendwas, also mit den gerade so leuchtend, schillernd oder so weiter, also mit diesen Adjektiven gearbeitet, um eben diese Bilder relativ schnell und leicht auch für die Kinder und Jugendlichen entstehen zu lassen. Und dann gibt es natürlich jetzt noch die Frage, was kann ich machen als Autor? Wie kann ich herausfinden, ob jetzt ein Adjektiv gut ist oder nicht gut, ob es zu viele sind? Da ist es halt so, einfach mal gerne wirklich rigoros streichen, nochmal lesen und darauf achten, was passiert dann, wie ändert sich der Text. Und dann kann man sich wirklich, auch wenn man unsicher ist und sagt, brauche ich jetzt genau dieses Adjektiv, dadurch, dass man es einfach mal weglässt, auch vielleicht einfach den Text laut vorlesen, das ist auch noch ein zweiter sehr, sehr wichtiger Tipp, lies deine Texte laut vor, weil du wirst dafür dann einfach ein Gefühl entwickeln, ist es zu viel, ist es too much, weil du merkst dann schon beim Lesen, dass du vielleicht an gewissen Stellen stolperst und das Gefühl hast, okay. So wie ich das gerade beim Lesen, also man merkt dann, das ist ein Mund voll tatsächlich. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann ist es sicherlich ein Zeichen dafür, dass du deine Texte auch ein bisschen entschlacken kannst. Und wie gesagt, wenn du sie einfach mal streichst, ja, die Adjektive, auch gerade bei denen, wo du dir nicht so ganz sicher bist, dann guck, lies dann nochmal den Text ohne das Adjektiv und überleg dir, trifft das nicht vielleicht eher den Kern meiner Aussage? Ist es nicht das, was ich sagen möchte, beziehungsweise reicht das nicht, um beim Leser das Bild entwickeln zu können oder entstehen zu lassen, was ich im Kopf hatte, als ich den Text geschrieben habe. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch Adjektive gegen starke Verben auszutauschen. Also wenn du zum Beispiel dazu neigst, er rannte schnell oder es klang laut oder er sagte laut, dann kann man das auch durch treffende Verben ersetzen. Zum Beispiel, er rannte schnell könnte sein, er sprintete, er jagte. Vielleicht rannte er auch einfach nur, aber das heißt, da hast du einfach eine große Palette an Verben, die vielleicht eben dieses beigestellte Adjektiv zu einem Verb ersetzen können. Also das heißt, wenn du das jetzt in deinem Text entdeckst, dass du dazu neigst, deinen Verben immer noch Adjektive beizustellen, dann überleg dir wirklich mal, wie kannst du diese Kombination aus Verb und Adjektiv in einem starken Verb übersetzen. Bei jetzt, er sagte laut, er schrie, er brüllte. Das sind einfach Möglichkeiten und da ist die deutsche Sprache einfach wahnsinnig schön, weil wir einfach einen ganz, ganz großen Fundus an diesen starken, sehr, sehr treffenden Verben haben, die du nutzen kannst. Und das ist eben einfach auch noch eine gute Möglichkeit, Adjektive aus deinem Satz zu streichen, zu verbannen, gleichzeitig die Handlung zu dynamisieren, weil diese starken Verben natürlich einfach auch direkt nach vorne gehen
und ein Bild bei deinen Lesern eben auch im Kopf kreieren. Genau. Ich hoffe sehr, dass dir das jetzt geholfen hat und dass du vielleicht ein ähnliches Aha-Erlebnis hast mit deinen Texten wie mein Coach mit ihren Texten. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir jetzt mal unter diesem Beitrag in den Kommentaren erzählst, wie machst du das? Verwendest du Adjektive häufig? Bist du so jemand, dessen Texte wirklich an Adjektivitis leiden? Oder hast du für dich einfach schon eine andere Möglichkeit gefunden, das zu verhindern? Und hast du ein Lieblingsadjektiv? Ich finde, so wie wir alle Lieblingsfüllwörter haben, haben wir auch Lieblingsadjektive. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir da einfach mal was erzählst. Dann hoffe ich, dass mein Beitrag dir gefallen hat. Wenn das so ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir unter dem Video einen Daumen hoch oder auch ein Herzchen da lässt. Und wenn es andere Fragen gibt, die dir schon länger auf der Seele brennen, dann quäl dich nicht mehr alleine, dann komm in unsere Facebook-Gruppe. Da gibt es eine Community aus wunderbaren und wirklich tollen Autoren, die sich gegenseitig helfen, auch hier wunderbaren und tollen. In diesem Fall war das aber tatsächlich nicht überladen, sondern es ist wirklich so, es ist eine ganz, ganz tolle Gruppe. Und die stehen sich mit Rat und Tat zur Seite und auch wir Coaches von der Romanschule sind da immer wieder unterwegs und greifen uns aus diesem Fundus an Fragen auch immer wieder Ideen und Inspirationen auf für unsere Schreibespressie. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und sage bis bald. Weitere spannende Videos zum Thema Romane schreiben findest du auf unserem YouTube-Channel unter die Romanschule. Abonniere uns gerne und klicke danach auf das Glockensymbol, dann verpasst du keins unserer spannenden Videos und bist immer auf dem Laufenden.